Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Lehrerinnen und Lehrer, verehrter Professor Gehler, ich begrüße hier vielmals im Europäischen Informationszentrum und bevor ich Ihnen einige Worte aus meiner Sicht zu dem Thema sagen werde vor dem Vortrag von Professor Gehler, bitte ich den Fachbereichsleiter Herrn Heubach zu Ihnen zu sprechen. Bitte schön, Herr Heubach. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir hier sein können im EIZ und unseren wunderbaren Vortrag hören können von Herrn Professor Gehler, dass das so gut geklappt hat, dass das mit der Organisation so wunderbar funktioniert hat. Dafür möchte ich mich bedanken und natürlich auch alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in den Bildschirm, und ich muss dorthin schauen, dass man sieht, am Bildschirm sind und so umfangreich mit online dabei sind. Die möchte ich natürlich auch nochmal ausdrücklich begrüßen und Sie auch auffordern, dann rege an der Diskussion am Ende mit teilzunehmen. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich was Inhaltliches sage, nur ganz kurz etwas Technisches. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen und nachher später auf YouTube veröffentlichen werden. Das gilt nicht für die Diskussion. Das heißt, bei der Diskussion brauchen Sie keinerlei Rücksicht auf irgendetwas zu nehmen, ansonsten auch nicht. Aber ich wollte Sie darüber informieren, dass wir das im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit so handhaben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Meine Damen und Herren, Geschichte und Gegenwart europäischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Lichte des Ukraine-Krieg und der Renationalisierung. So lautet das Thema, über das Sie heute mehr erfahren werden. Lassen Sie mich mit ein paar allgemeinen Gedanken in dieses Thema einführen, das gleich Professor Michael Gehler inhaltlich ausführlich behandeln wird. Professor Gehler stammt aus Innsbruck, wo er auch studiert hat, und zwar Geschichte und deutsche Philologie. Er ist nicht nur Ordinarius an der Universität Hildesheim, sondern auch Leiter des Lehrstuhles des Instituts für Geschichte und vierfacher Inhaber des Jean Monnet-Lehrstuhls, der durch die Europäische Kommission verliehen wird. Meine Damen und Herren, mit dem Wort Verteidigungspolitik grenzen wir die Zeit, über die wir sprechen, schon etwas ein. Denn früher sprach man allgemein von Krieg und Frieden. Zu der Zeit galt noch der berühmte Satz von Clausewitz, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Mit zunehmender Technisierung nehmen auch die Schrecknisse der Kriege zu und den Menschen dämmerte, dass die Entwicklung, führte man sie denn fort, in einem schwarzen Loch enden würde. Das Denken wandte sich der Verteidigung zu. Es ging nicht mehr zuvörderst um Eroberung, sondern um Verteidigung des Erreichten bzw. des Erhalts der sich herausbildenden Nationalstaaten. So ist auch die Äußerung Bismarcks, das Deutsche Reich sei saturiert, ein wichtiger Hinweis an die Nachbarstaaten, dass man mit ihnen in Frieden leben wolle. Aber extreme Schrecknisse durch Kriege gab es schon früher, etwa im Dreißigjährigen Krieg, der mit dem Westfälischen Frieden endete und der auch das moderne Völkerrecht gebar. Ich finde es ganz interessant, dass man da auch oft einen Antagonismus hat. Je schlimmer etwas wird, umso eher gibt es die Chance, dass daraus auch wieder etwas Positives, zumindest in Teilen, entstehen kann. Aber auch das Ende des Zweiten Weltkriegs stellt so eine Katharsis dar, aus der schließlich die europäische Einigungsbestrebungen erwuchsen. Diese Einigungsbestrebungen waren ein Friedensprojekt, das schließlich so große Früchte trug, dass es immer schwieriger wurde, diesen Punkt bei Erklärungen über den Sinn und die Bedeutung der europäischen Einigung nicht verblassen zu lassen hinter all der Kritik, die es im Laufe der Jahre naturgemäß auch gab. Wir erinnern uns, die Sowjetunion als das Reich des Bösen, wie es Ronald Reagan einst nannte, brach zusammen. Die unterdrückten quasi Satellitenstaaten oder die völlig ihrer Staatlichkeit beraubten sogenannten Sowjetrepubliken, wie beispielsweise die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, erkämpften sich diesmal erfolgreich ihre Freiheit und Unabhängigkeit von russisch-sowjetischer Unterdrückung. Das neu entstehende Russland wurde nicht mehr als Bedrohung gesehen, sondern vermehrt als Partner. Waffen wurden verschrottet, Grenzen geöffnet. Wozu braucht es da noch eine Europäische Union?
Wir wähnten uns endlich in einem friedlichen Zeitalter, nicht nur nach innen in Europa, sondern eben auch, das ist ja hier wichtig, nach außen. Aber der Traum wähnte nicht lange. Denn nun sind wir plötzlich. Das heißt, nein, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, nicht plötzlich, sondern seit geraumer Zeit schleichend, dann allerdings immer deutlicher, was aber am besten niemand wahrhaben wollte. Und schließlich am 24. Februar 2022 mit Donnerhall in eine Zeit zurückgebombt worden, in der uns vor allem, der uns allen mit brutaler Deutlichkeit die Bedeutung von Freiheit, von Selbstbestimmung, von Menschenrechten und schließlich auch von Frieden vor Augen geführt und die Selbstverständlichkeit ihrer Existenz geraubt wurde. Wir haben wieder einen brutalen Aggressor in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, der mit der Ukraine ein Land überfallen hat, das unmittelbar an die Europäische Union grenzt. Und es ist nicht irgendein Land. Es ist, das müssen wir auch bedenken, das zweitgrößte Land Europas, wenn man Russland mitrechnet. Wichtig an dieser Stelle ist mir, dass wir betonen, dass die Europäische Union oder die Europäische Gemeinschaft, wie sie früher mal hieß, nicht direkt angegriffen wurde. Der Friede von innen, auch der war nie bedroht. Unser Friedensprojekt Europa hat sich also bewährt und es steht. Aber die Bedrohungen von außen nehmen rasant zu. Ich will hier kurz einschieben, manch einer denkt jetzt vielleicht Anfang der 90er Jahre an den Balkankrieg. Ich finde den Vergleich insofern ganz interessant, als erstens wir als Europäische Union nicht angegriffen wurden, aber dass es Krieg gab in einem Staatenkonglomerat, das durch Macht und Gewalt zusammengeführt wurde, ganz im Gegensatz zur Europäischen Union, wo sich die Staaten freiwillig zusammengeschlossen haben. Und so ist die Europäische Union auch als Wertegemeinschaft gefordert, auf diese unmittelbare Bedrohung von außen zu reagieren, ebenso wie das Nordatlantische Bündnis. Wir als Europäische Union müssen uns in der Sicherheitspolitik positionieren. Das schließt die Diskussion über Fragen der Zusammenarbeit mit der NATO ein. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir unsere Werte, unsere Art zu leben in Freiheit und Selbstbestimmung und damit auch das gesamte Staatsgebiet eines jeden einzelnen unserer Mitgliedstaaten vor einem Überfall schützen. Und damit Sie verstehen, dass wir hier keine fernliegenden Möglichkeiten besprechen, gestatten Sie mir den Hinweis, dass Russland mehrfach das Existenzrecht der baltischen Staaten in Frage gestellt hat, schon mehrfach zum Beispiel Estland mit Cyberangriffen überzogen hat. Und gerade heute hat der russische Außenminister Lavrov gesagt, dass die Republik Moldau ein antirussisches Projekt sei. Ob er damit zeigen will, dass Russland Angst vor der Republik Moldau hat, das weiß ich jetzt nicht. Ich befürchte, er hat es eher etwas anders gemeint. Und das erfordert sehr ernste und verantwortungsbewusste Diskussionen in der EU und in den Mitgliedstaaten. Mit dieser Veranstaltung wollen wir vor allem Ihnen, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, Wissen über die aktuelle Entwicklung der EU vermitteln, aber auch gleichzeitig verdeutlichen, dass die EU-Kommission aktuelle und existenziell wichtige Entwicklungen mit aufnimmt, diskutiert und auf der Höhe der Zeit Schlussfolgerungen zieht. Wir als EU wissen, dass wir uns einer Bewährungsprobe zu unterziehen haben, in der wir Konsequenzen aus der sich ändernden politischen Lage ziehen müssen. Nicht um zu zeigen, dass wir es können, sondern um zu zeigen, dass wir wissen, was unsere Werte uns bedeuten und dass sie es wert sind, mit Selbstbewusstsein verteidigt zu werden. Wie der aktuelle Stand dieser Diskussionen und Überlegungen ist und wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa über Sicherheitspolitik diskutiert wird, das erfahren Sie nun im Einzelnen von Professor Gehler. Professor Gehler, ich bitte Sie um Ihre Ausführungen. Sehr geehrter Herr Referatsleiter Spies, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung
zum Europäischen Informationszentrum und Europe Direct Erfurt. Ich habe mich darüber sehr gefreut und darf nun auch mit dem Vortrag beginnen. Meine Damen und Herren, in der Geschichte der Einigung des Kontinents gab es mehrere Anläufe, Debatten und Verhandlungen, gemeinsame Streitkräfte in einer supranationalen europäischen Organisation aufzubauen. Die jahrzehntelangen Bemühungen und Bestrebungen gleichen einer endlosen Geschichte, wobei der Ausgang bis zuletzt offen geblieben ist. Der Ukraine-Krieg, meine Damen und Herren, könnte nun aber zu einem möglicherweise definitiven Ende der Idee einer Europaarmee führen. Was habe ich mir heute vorgenommen? Zunächst werde ich auf die lange Vorgeschichte eingehen, die Jahre von 1949 bis 1989. 1949 ist klar, doppelte Staatsgründung, Bundesrepublik Deutschland, DDR. 1949 Gründung der NATO. 1989 ist auch Ihnen allen hier klar, das muss ich niemandem in Erfurt erzählen. Ausgangspunkt ist die deutsche Frage. Washington wird das Entscheidungszentrum und Europa der Ursprungsraum der NATO. Und wenn wir über europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik sprechen, können wir das nicht tun ohne die NATO. Was war der Zweck der NATO? Die dreifache Eindämmung mit Ausbau- und Erweiterungsfunktion. Wir hatten aber unmittelbar danach zwei französische Vorstöße, einmal die Montanunion zu gründen und zum anderen eine Europaarmee. Das war im Jahr 1952 schon ein Vorstoß. Aber es gab dann Vorbehalte in Frankreich und dieses Projekt scheiterte krachend 1954 in Paris durch Ablehnung durch die französische Nationalversammlung. Der Ersatz war die NATO-Mitgliedschaft für die Bundesrepublik Deutschland und daran anschließend die Mitgliedschaft der DDR im Warschauer Pakt, allerdings erst 1956 zu Beginn. Die NATO war kein Beitrag für ein supranationales Europa, aber sie hatte eine anpassungs- und wandlungsfähige Strategie, die ich als produktive Flexibilität bezeichne. Wir nähern uns dann einer Phase der Abrüstung und Entspannung, die ausdrückliche Wünsche der Europäer waren, wobei die deutsch-deutsche Verantwortungsgemeinschaft, und ich meine beide Staaten, BRD und DDR, eine Rolle spielten. Und am Ende sind wir beim Ende der Konfrontationspolitik in Europa durch das Einlenken der Sowjetunion unter Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Das ist aber nur die lange Vorgeschichte. Haben wir dann eine Wende in der europäischen Sicherheitspolitik nach 1989? Fragezeichen. Ich werde eingehen auf den KSE-Vertrag. Das war meines Erachtens nach der wichtigste Vertrag, ein Schlüsseldokument, das abgeschlossen worden ist 1990, wo es um den Abbau konventioneller Streitkräfte in Europa ging. Dann sind wir bei dem, was Herr Spies schon angesprochen hat, Balkan. Die Balkanstabilisierung, der erste Out-of-Area-Einsatz im Zeichen auch des sogenannten Kosovo-Krieges. Zuvor gab es einen Neuanlauf in Richtung Westeuropäische Union, der vergeblich war. Warum das so war, wird auszuführen sein. Und schließlich ein Paradigmenwechsel der NATO. Der dritte Teil meines Vortrags dreht sich dann um das Thema Ukraine. Und wir müssen ja von einem Krieg sprechen, der seit 2014 bereits geführt wird. Welche Rolle spielt die Doppelstrategie zwischen EU und NATO? Strategische Autonomie der EU für die EU. Ob da ein Fragezeichen dahinter zu setzen ist oder ob wir das so stehen lassen, werde ich ausführen. Und am Ende bin ich bei einem Punkt, der mit der Selbstbehauptung Europas, der schwierigen Selbstbehauptung Europas im Zeichen eines Abhängigkeitsdilemmas, vielleicht könnte man sogar sagen eines Abhängigkeitstrilemmas, sagen im Kontext des Ukraine-Kriegs und anschließend werde ich dann zu einem Fazit kommen. Wie gesagt, es gab mehrere Anläufe, mehrere Verhandlungen, jahrzehntelange Bestrebungen und die Folgen des Ukraine-Krieges, wie geht es weiter mit der Frage einer Europaarmee? Fragezeichen. Ausgangspunkt, meine Damen und Herren, ist die Deutschlandfrage. Hier sehen Sie Deutschland besiegt, besetzt, geteilt. Eine Karte aus dem Jahr 1945 zeigt die vier alliierten Besatzungszonen und Berlin als Sitz des alliierten Kontrollrats. Der große Unterschied zu Österreich, da gab es nur einen alliierten Rat, keinen alliierten Kontrollrat. Allied Council in Wien, Allied Control Council in Germany, in Berlin. Der große Unterschied, Berlin hat vier Sektoren, Wien hat fünf. Im ersten Bezirk
internationaler Sektor, fuhren die vier im Jeep herum und haben sich regelmäßig abgelöst und ausgetauscht. Das war ein signifikanter Unterschied. Wie Deutschlands Rolle, meine Damen und Herren, nach Kriegsende zu gestalten sein sollte, war unter den Siegermächten umstritten. Eine Wende in der westalliierten Deutschlandpolitik trat 1947-48 ein, als die Vereinigten Staaten von Amerika angesichts der kommunistischen Bedrohung aus dem Osten sowie der dortigen Transformation in politische Einparteiensysteme und sozialistische Kommando- und Kontroll- und Planwirtschaften entschieden. Und sie entschieden sich mit Blick auf ein europäisches Wiederaufbauprogramm, den Marshallplan, und diesen anzukündigen und umzusetzen. Die deutsche Wirtschaft, speziell die westdeutsche Wirtschaft, sollte der Motor sein. Statt der französischen Deutschlandpolitik Kontrolle durch Integration ging es nach amerikanischer Vorstellung um Kooperation durch Integration. Washington ist der Entscheidungsort. Am 4. April 1949 unterzeichnete der amerikanische Präsident Harry S. Truman den Nordatlantikvertrag zur Gründung der NATO. Sie sehen hier den Präsidenten, wie das Dokument unterzeichnet. Das nordatlantische Militärbündnis entstand vor dem Hintergrund sowjetischer Expansionsbestrebungen in Mittelost- und Südosteuropa sowie aufgrund kommunistischer Bedrohungen eines sich verschärfenden Kalten Krieges im Kontext des Bürgerkriegs in Griechenland 1946-47, der kommunistischen Machtübernahme in der Tschechoslowakei 1948 und vergessen wir die Berliner nicht und die Berlin-Blockade 1948-49 und den Airlift, die größte Luftoperation in der Geschichte der Menschheit, wo eine Stadt ein Jahr lang aus der Luft versorgt worden ist, mit allem Möglichen. Die NATO-Gründung, meine Damen und Herren, war eine amerikanische Antwort auf europäische Krisen, auf europäische militärische Krisenszenarien, ein Produkt von politisch-ideologischen Spannungen am Kontinent. Washington ist der Entscheidungsort und Europa der Ursprungsraum der transatlantischen Allianz. Dreifache Eindämmung mit Ausbau- und Erweiterungsfunktion. Hier sehen Sie ein Bild des seinerzeitigen NATO-Generalsekretärs Lord Ismay bei einer Rede. Der Zweck der nordatlantischen Allianz wurde in einzigartiger, ja in klassischer, geradezu in unnachahmlicher Manier durch NATO-Generalsekretär Lionel Hastings Lord Ismay festgehalten. What is the purpose of NATO? Was ist der Zweck der NATO? Und er sagt das ganz offen. To keep the Russians out. To keep us in, the Americans in, and the Germans down. So wissen wir das von David Reynolds, einem der bedeutendsten Cold War Historians. Diese dreifache Zielsetzung, auch in der Forschung als Triple Containment, dreifache Eindämmung, bezeichnet, wurde nicht nur im Kalten Krieg durch die NATO äußerst erfolgreich praktiziert, sondern darüber hinaus auch noch ausgedehnt und gesteigert. Und wie sah das genau aus? Zweck der Atlantischen Allianz also, to keep the Russians out, to keep the Americans in and to keep the Germans down. Das waren die meines Erachtens nach wesentlichen Kontinuitätselemente des transatlantischen Bündnisses. Und wenn Sie so wollen, ist mit der NATO-Osterweiterung das Triple Containment in einer Weise verwirklicht worden, wie sich das John Foster Dulles, der Außenminister der USA in den 50ern, oder Präsident Dwight D. Eisenhower gar nicht hätten erträumen können. Mit dem Ukraine-Krieg erlebt dieses Triple Containment in einer gewissen Ambivalenz auch seinen Ausdruck. To keep the Russians out ist mehr als gelungen, mit der NATO-Osterweiterung ja noch bei weitem übertroffen worden. Es wurde zu einem to push the Russians back, zu einem regelrechten Rollback, so wie es schon in den 50er Jahren in der Eisenhower-Administration verkündet worden ist, Rollback-Strategy, nach Containment, Eindämmung, Rollback. Das To keep the Americans in wurde ebenfalls mehr erreicht, denn die NATO ist nicht nur das beherrschende Militärbündnis am Kontinent, es ist ein globales Militärbündnis. Heute verfügen die Vereinigten Staaten von Amerika über die NATO hinausgehend ein weltweites System von Militärbasen und Stützpunkten. Und das To keep the Germans down ist ebenfalls gelungen. Auf der einen Seite hat Konrad Adenauer als deutscher Bundeskanzler freiwillig
die deutsche Selbsteindämmung befürwortet. Aber auch mit Hilfe der Sowjetarmee ist es to keep the Germans down gelungen. Man denke nur an die Niederschlagung des Arbeiter- und Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in der DDR. Deutschland ist kein sicherheitspolitisch relevanter Faktor im Zuge dieses to keep the Germans down. Und das hat die Bundeswehr auch konsequent umgesetzt. Schauen Sie sich hier die Personalentwicklung an. Nicht? Man hat sich klein gemacht. Man hat sich selbst entfähigt. Ja, man kann sich befähigen, man kann sich aber auch selbst entfähigen. So ist also der Triple Containment Ansatz höchst bemerkenswert. Der Erfolg der NATO basierte auf weitgehender Gültigkeit und erfolgreicher Umsetzung dieser dreifachen Eindämmung, welche auf die Jahrzehnte von 1949 bis heute eines der Kontinuitätselemente des transatlantischen Bündnisses ist. Nun kommen wir aber auch zu Frankreich und das, was ich schon einleitend erwähnt habe, zwei französische Vorstöße. Wir sehen hier Robert Schuman, französischer Außenminister, der Frankreich in dieser Zeit mit einem Vorschlag überrascht. Um nicht in das sicherheitspolitische, deutschlandpolitische Hintertreffen zu gelangen, wurden in Paris Initiativen gleichsam aus der Not, aus der Defensive der französischen Deutschlandpolitik geboren. Der Schumann-Plan diente zur Bildung einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, um deutsche und französische Stahlproduktion zu fusionieren. Manche Kollegen meinen, das war auch eine Folge der NATO-Gründung, weil europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl der Pool war für mögliche zukünftige Rüstungen. Und das war aktuell durch den Koreakrieg, der seit 1950 läuft. Und es gab den Plan von René Pleven zur Schaffung einer Europaarmee. Es war Außenminister Robert Schuman und der Verteidigungsminister und Ministerpräsident René Pleven, die in dem kleinen Zeitfenster bis zum Erstarken der Gaullisten und bis zur Rückkehr von de Gaulle tatsächlich entscheidende europapolitische, integrationspolitische Schritte unternommen haben. Schon während der Aushandlung des Montanvertrages ging es um einen deutschen Verteidigungsbeitrag. Wir reden von den Jahren 51, 52. Während die Montanunion ab 1952 funktionierte, der Pariser Vertrag von 1952, sollte es mit der Europaarmee weit schwieriger werden. Der Pleven-Plan entstand infolge auch des Drängens der USA, hier sehen wir René Pleven, des Drängens der USA auf einen Wehrbeitrag der Bundesrepublik Deutschland nach dem Koreaschock. Der Beginn des Kriegs in Fernost und die Angst vor den Kommunisten prägten die Stimmung in Westeuropa. Das entschiedene Engagement der Vereinigten Staaten von Amerika zugunsten einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, EVG, erklärt sich insbesondere aus dem Ziel zur Stärkung Westeuropas gegen die UdSSR. Es war wieder das Konzept der Eindämmung, in dem Fall durch eine multilaterale Organisation, die auf Freiwilligkeit beruhte, was Herr Spies einleitend gesagt hat. Das ist der Unterschied. Um den Einfluss des Sowjetkommunismus zurückzudrängen und gleichzeitig auch die Bundesrepublik Deutschland einzubinden im Rahmen einer Westintegration, aber auch, das war die Absicht, zu remilitarisieren. Man sprach ja von Wiederbewaffnung. Eine eigenständige deutsche Armee galt es jedoch für Pleven zu verhindern. Keine deutsche Nationalarmee. Im Rahmen einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft sollten deutsche Wehrkontingente eingebunden werden. Im europäischen Rahmen sah Pleven die Chance zur Stärkung der französischen Position gegenüber den Deutschen, den Westdeutschen. Er schlug mit Zustimmung der Nationalversammlung, der französischen Nationalversammlung, der Assemblée Nationale, am 24. Oktober 1950 eine Europaarmee vor. Wie sah das Projekt aus? Das muss man sich mal kurz im Detail anschauen. Die Einheiten sollten bis zur Ebene von 43 Divisionen national, höhere Formation, das Kommando und die Versorgungsorganisation supranational sein, also vergemeinschaftet, nicht in deutscher Hand, das war wichtig. Schulung, Ausbildung, Ausrüstung, Bewaffnung, Dienstzeiten und Militärstrafrecht sollten auch vereinheitlicht werden. Aus den Verhandlungen ging immerhin dann ein Textentwurf hervor, der wurde unterzeichnet am 27. Mai von 6 Gründerstaaten, den Gründerstaaten der Montanunion, die auch eine Europaarmee beabsichtigten. Die Benelux-Länder, die Bundesrepublik, Italien und Frankreich. Aber es gab französische Vorbehalte. Wiederholte Revisionen waren notwendig,
da die Bestimmungen diskriminierend gegenüber den Westdeutschen waren, wodurch die Integration an sich auch in Frage gestellt war. Die Debatte in Frankreich war gekennzeichnet von einer Angst, eine neue deutsche Wehrmacht würde wieder auferstehen, die bedrohlich sein würde. Trotz des Bedrohungsfaktors Sowjetunion, man nahm aber in gewisser Weise Rücksicht auf die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion und auf die unentschiedene Frage, wir reden von 1953 dann nach Stalins Tod, ob man nicht auf mögliche diplomatische Initiativen des Kreml reagieren müsse. Die Anhänger sahen in der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft eine Möglichkeit, die deutsche Aufrüstung einzurahmen und hinzunehmen. Aber in parlamentarischen Kreisen formierte sich unter Kommunisten und Gaullisten, die eine interessante Koalition einnahmen, eine Gegenfront, weil man auch sowjetische Gegenreaktion fürchtete und den Ost-West-Dialog, der nun zu beginnen schien nach Stalins Tod, nicht belasten wollte. Mit dieser einsetzenden halben Entspannung nach Stalins Tod am 5. März 1953 wurde diese EVG in Frankreich immer weniger dringlich, immer weniger notwendig erachtet und schließlich kam noch dazu die französische Niederlage im Kolonialkrieg in Indochina im Juni 1954. Die Amerikaner weigerten sich, die eingeschlossenen französischen Verbände in der Festung Dien Bien Phu zu entsetzen, mit Luftabwehr zu befreien. Das hat in Frankreich eine anti-amerikanische Stimmung ausgelöst und schließlich führte das auch dann zu einem Desaster für die EVG. Hier sehen Sie ein Plakat der Kommunistischen Partei Frankreichs gegen die Europaarmee, gegen die Bewaffnung der Bundesrepublik Deutschland. Also der Vertrag über eine Europaarmee lässt die Wehrmacht wieder auferstehen. Aufgepasst, aufgepasst. Lehnen wir diese Abkommen von Bonn und von Paris ab. Das ist die Botschaft der Kommunisten. Und die waren sich mit den Gaullisten, also den französischen Nationalisten, ganz einer Meinung. Wiederholte Revisionen, wie gesagt, brachten auch nicht den Durchbruch, aber am Ende war entscheidend, dass die Pariser Verträge abgeschlossen werden konnten, nachdem die französische Nationalversammlung in Paris am 30. August ganz eiskalt, ohne lang zu zögern, die EVG nicht ablehnte. Nein, sie setzten das Thema einfach von der Tagesordnung ab. Kein Thema mehr. Wir reden darüber nicht mehr. Wir verhandeln darüber nicht mehr. Wir ratifizieren das auch nicht. Und so war das, dass praktisch der 30. August 1954 das Projekt einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft gescheitert ist. Auf der anschließenden Pariser Konferenz vom 20. bis zum 23. Oktober 1954 segneten die Westmächte schließlich mit den übrigen NATO-Mitgliedern die Ergebnisse von Verhandlungen ab, die auf einer neuen Mächtekonferenz vom 28. September bis 3. Oktober 1954 in London tagte. Die Briten haben Krisenmanager gespielt, Anthony Eden als damaliger Außenminister. Und dieses auch amerikanische Krisenmanagement der Außenminister Anthony Eden und John Foster Dulles half aus der Sackgasse heraus, wenn nun keine Europaarmee mit westdeutschen Streitkräften durch die Blockierung dieses Sicherheitsprojekts sollte es nun der NATO-Beitritt der Bundesrepublik Deutschland werden, der schließlich dann auch im Mai 1955 erfolgte. Wie wurde dieser NATO-Beitritt der Westdeutschen den Franzosen schmackhaft gemacht? Das ging nur, indem man parallel eine westeuropäische Union gegründet hat, parallel zu diesen Beschlüssen von Paris, die praktisch zu einer weiteren Einrahmung der deutschen Militärpotenziale sorgen sollte. Und zwar hatte die westeuropäische Union die primäre Funktion Rüstungskontrolle mit Blick auf Deutschland und klar der Verzicht auf ABC-Waffen und die Förderung deutsch-französischer Wirtschaftsbeziehungen, eine engere Kooperation auf dem Kriegsmaterialiensektor, Montanunion, NATO und auch Vereinbarung über die Saarfrage. Die NATO, meine Damen und Herren, war der Ersatz für die gescheiterte europäische Verteidigungsgemeinschaft. Die NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland ist das, wenn man so will, Substitut. Adenauer verzichtet auf die Produktion und Verwendung atomarer, biologischer und chemischer Waffen, schwerer Rüstungsgüter wie weitreichender, ferngelenkter Geschosse sowie großer Kriegsschiffe und U-Boote. Das ist der deutsche Beitrag zur Selbsteindämmung gewesen, nicht Teil des Triple Containment. Und wenn man so will, ist dann
die NATO ein feststehendes institutionelles Gefüge. Es ist mit der NATO die amerikanische Militärpräsenz, Macht in Europa gesichert, in Westeuropa. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine Garantiemacht geworden für die militärische Sicherheit und Verteidigung Europas. Die NATO war allerdings kein Beitrag für ein supranationales Europa. Trotz aller Notwendigkeiten und Zwänge zum sicherheitspolitischen Schulterschluss und zur militärischen Zusammenarbeit, auch mit den Deutschen, den Westdeutschen, war es auf der einen Seite eine fakultative, auf Freiwilligkeit ausgerichtete, aber intergouvernementale, auf zwischenstaatlicher Kooperation basierende internationale Militärorganisation, die letztlich kein supranationales Europa befördert hat. Diese NATO war auch nicht von Krisen frei. Es gab eine wechselhafte Mitgliederentwicklung. Prominentest ist das Ausscheiden Frankreichs unter Charles de Gaulle im Jahre 1966 aus dem integrierten Oberkommando der NATO. Und Sie können das vielleicht noch als Zeitzeugen und Zeitzeugen erfahren, wie das war, als das NATO-Hauptquartier von Paris abgezogen werden musste nach Brüssel. De Gaulle begründete den Austritt aus dem integrierten Oberkommando mit einer veränderten militärischen Lage, nachdem Moskau auch über Nuklearwaffen mit einer Reichweite bis nach Amerika verfügte. Ich zitiere de Gaulle: Infolgedessen gibt es, und ich spreche für Frankreich, zwar noch eine Berechtigung für die Allianz, aber nicht mehr für die Integration. De Gaulle wollte sich den Einsatzbefehl für Atomwaffen nicht nehmen lassen und nicht unter ein amerikanisches Oberkommando stellen lassen. Und die französische Position innerhalb der NATO ist eine Fragestellung, die wir weiterverfolgen müssen bis in die 90er Jahre und auch eine Rolle spielt mit Blick auf europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das Hauptquartier der NATO musste von Paris nach Brüssel umziehen. Die USA zogen ihre Soldaten und atomaren Sprengköpfe aus Frankreich ab. Doch trotz dieser symbolischen Dramatik kooperierte Paris als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat und auch als ein enger militärischer Verbündeter der Briten in den folgenden Jahren auch, wenn man so will, mit Blick eng auch mit den übrigen NATO-Partnern. Die NATO war anpassungs- und wandlungsfähig. Die Strategien der NATO wechselten zunächst Massive Retaliation bis 1961, wonach jeder Angriff mit einer vernichtenden Kernwaffengegenaktion beantwortet werden sollte, mit einem Kernwaffenschlag. Anschließend auch dann die Strategie der Flexible Response, einer Triade, die Reaktions- und Eskalationsoptionen eröffnete, mit Direktverteidigung, vorbedachter Eskalation und allgemeiner nuklearer Reaktion. Anpassungsfähig, einem Wandel unterworfen, produktive Diskontinuität, praktische Innovationsfähigkeit, das war die Strategieabfolge der NATO. Das Militärbündnis NATO veränderte sich zunehmend auch zu einer politischen Organisation mit zunehmenden Wertevorstellungen, die Entspannungselemente aufnahm und sich somit auch zu einer Allianz der Kriegsverhinderung in Europa entwickelte. Und so verstand sich wohl auch die Bundeswehr als eine Kriegsverhinderungsarmee. Das Bündnis NATO betrieb im Sinne einer Kontinuität gegenüber der Sowjetunion eine Politik der militärischen Abschreckung einerseits, die aber auch mit Entspannungsmomenten verbunden war. Und damit war sowohl amerikanischen wie auch europäischen sicherheitspolitischen Zielvorstellungen gedient. Sie sehen hier mal eine Aufstellung der Truppenstärke NATO und Warschauer Pakt. Und da reden wir jetzt noch 2 Jahre vor der KSZE-Schlussakt in Helsinki, als dann ein Entspannungsprozess einsetzte. Die Truppenstärke der NATO-Mitgliedstaaten in Europa und der Staaten des Warschauer Paktes Anfang 1973, wie Sie auf dieser Karte sehen, die Truppenstärke der NATO inklusive Kontingente aus den USA und Kanada, mit eingerechnet auch 9.000 aus Spanien, das damals noch nicht NATO-Mitglied war, und in Europa stationierte US-Soldaten. Jetzt komme ich zum Teil Abrüstung und Entspannung als Wünsche der Europäer, unterstützt durch die deutsch-deutsche Verantwortungsgemeinschaft. Sie sehen hier Bundeskanzler Brandt mit dem polnischen Ministerpräsidenten Sienkiewicz bei der Vertragsunterzeichnung im Dezember 1970 im Warschauer Palais des Ministerrats. Abrüstungswünsche, Entspannungstendenzen lagen ganz wesentlich im Interesse der Deutschen. Vor allen Dingen zunächst der Westdeutschen und damit auch der Europäer. Entspannungspolitik in Europa der 70er Jahre war ein Ergebnis der deutschen Ostpolitik, der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt, Walter Scheel und dem Mastermind Egon Bahr. Sie sehen ihn hier praktisch hinter Willy Brandt stehend. Das ist hier Egon Bahr.
sicherheitspolitischer Berater von Willy Brandt. Diese Politik der Entspannungspolitik der sozialliberalen Koalition in der Bundesrepublik Deutschland ist von der CDU, CSU, FDP-Koalition unter Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher 1:1 tell-quell übernommen worden. Trotz aller Kritik an den Ostverträgen, die die christdemokratische Opposition im Deutschen Bundestag geübt hat. Ich habe mal mit Egon Bahr länger reden können und da meinte er, das hat mich in meinem ganzen politischen Leben am meisten mit Genugtuung erfüllt, dass Kohl und Genscher das 1:1 übernommen haben. Sie haben sogar unsere Zugänge, unsere Backchannels, unsere Informationskanäle wissen wollen, um mit dem Kreml weiter in Kontakt zu sein. Doch im Zuge eines neuen Wettrüstens im Kontext des Zweiten Kalten Krieges der Jahre 1979 bis 1985 entwickelte sich aufgrund der Erkenntnis, dass wenn es zum Knall kommt, wenn es zum atomaren Schlagabtausch kommt, dass Deutschland als Ganzes betroffen sein würde. BRD und DDR. Und bei einer Konfrontation eben der Supermächte Deutschland atomarer Kriegsschauplatz Number One sein würde. Und das führte zu einer bemerkenswerten Übereinstimmung zwischen der DDR, der SED-Führung und dem Bundeskanzleramt in Bonn. Das begann schon mit Helmut Schmidt und Erich Honecker und es setzte sich unter Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher sowie dem Chef des SED-Politbüros und DDR-Staatsratsvorsitzenden Honecker fort. Wir kommen zum Ende der Konfrontationspolitik in Europa durch Einlenken der Sowjetunion. Das definitive Ende des Kalten Krieges, so wurde es verkündet. Staatsoberhäupter der teilnehmenden Mitgliedstaaten der damaligen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beim Gipfel von Paris im Palais de l'Élysée, im Élysée-Palast am 19. November 1990, wo man sagt, wir beenden jetzt nun das Thema Kalter Krieg in Europa. Am 19. November 1990 erfolgte eine gemeinsame Erklärung von NATO und Warschauer Paktstaaten über wechselseitigen Gewaltverzicht. Zwei Tage später wurde die Charta von Paris am 21. November für ein neues Europa unterschrieben, die den Kalten Krieg am Kontinent offiziell für beendet erklärte. Im Zuge des Zusammenbruchs der kommunistischen Einparteiensysteme in Mittel- und Osteuropa erodierte auch die Warschauer Vertragsorganisation mit Rasanz. Es begann formell damit, dass die CSSR und Ungarn die Auflösung des Warschauer Paktes und den Abzug der Truppen der Sowjetarmee aus ihren Gebieten forderten und Rumänien und Bulgarien sich diesem Verlangen dann auch allmählich anschlossen. Die DDR schied kurz vor der Vollziehung der deutschen Einheit aus dem Pakt am 24. September 1990 aus. Am 25. Februar 1991 beschlossen die Mitgliedstaaten der Warschauer Vertragsorganisation, sich mit 1. April 1991 aufzulösen. Das abschließende Protokoll über das Erlöschen der Gültigkeit wurde am 1. Juli 1991 in Prag unterzeichnet. Die NATO hatte damit ihr Ziel der Eindämmung des Sowjetkommunismus und des Zusammenbrechens des Herrschaftssystems der UdSSR erreicht. Abgesehen davon, dass aber auch die NATO in Ermangelung eines nun aktuellen Bedrohungsszenarios und Feindbildes in den 90er Jahren drohte, Opfer ihres eigenen Erfolges zu werden, war die Bilanz ihrer Rolle im Kalten Krieg auch mit Hypotheken verbunden. Das Ende der militärischen Konfrontationspolitik, meine Damen und Herren, wurde durch Gorbatschow und damit durch die Sowjetunion, durch russisches Einlenken möglich, weil auch der Rüstungswettlauf für das ökonomische System der Sowjetunion nicht mehr durchzuhalten war. Das war indirekt auch ein Erfolg der NATO und der amerikanischen Strategie des sogenannten Todrüstens. Hier kommen wir nun zu diesem KSE-Vertrag. Das ist, ich sage nochmal, einer der wichtigsten, wenn Sie mich fragen, der entscheidenden Verträge, die geschlossen worden sind. KSE-Vertrag, also es geht um Rüstungskontrolle in Europa. Und es geht um genau das, von dem wir jetzt ständig seit Wochen und Monaten hören, um Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, Kampfpanzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, Artilleriewaffen. Man einigte sich über ein Anwendungsgebiet des Vertrages, über konventionelle Streitkräfte in Europa. Man einigte sich über territoriale Obergrenzen. Man einigte sich über Inspektionen, über Verifikationen, über Notifikationen. Und dieser Vertrag trat 1991 in Kraft und war meines Erachtens nach der stärkste Beitrag zur Überwindung von Konfrontationspolitik, der stärkste Beitrag zur aktiven Rüstungskontrolle
in Europa mit Truppenreduzierungen in Europa. Der KSE-Vertrag, meine Damen und Herren, wurde am 19. November 1990 anlässlich des KSZE-Gipfels, der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von Paris, von den Regierungschefs der 6 östlichen und der 16 westlichen Vertragsstaaten unterzeichnet. Am 9. November 1992 trat er in Kraft. Der KSE-Vertrag war das grundlegende Vertragswerk der konventionellen Abrüstung und Rüstungskontrolle für das Europa der ganzen 90er Jahre. 1999 wurde er nochmal angepasst und erfolgte ein angepasster KSE-Vertrag. Er sollte jedoch dann ab Ende der 90er Jahre an Bedeutung verlieren und immer kontroverser gesehen werden und ist heute nur noch Makulatur. Ursprüngliche Vertragspartner waren die Mitgliedstaaten der NATO und des ehemaligen Warschauer Paktes, des damals noch existierenden Warschauer Paktes, als er unterzeichnet wurde 1990, den es bei Abschluss der Verhandlungen dann nicht mehr gab und nach Inkrafttreten gab es den Warschauer Pakt nicht mehr. Streit um den KSE-Abrüstungsvertrag gab es dann in weiterer Folge, vor allen Dingen dann ab Ende der 90er Jahre. Ich komme aber auch noch auf ein Thema, das wichtig ist und das Herr Spies schon angesprochen hat, nämlich neben dem Streit über Obergrenzen und Flankenräume, wo diese Obergrenzen individuell zu regeln waren, ist das Thema Balkan von zentraler Bedeutung. Während der Balkankriege, wir reden ja von Kriegen, wir reden vom Slowenienkrieg, vom Kroatienkrieg, von Herzegowina-Bosnien, dem Bosnienkrieg, wir reden vom Kosovo-Krieg, wir reden allein von 4 Kriegen am Balkan zwischen 1991 und 1999. Hier wurde die militärische Inkompetenz und die sicherheitspolitische Paralyse, die sicherheitspolitische Agonie EG und EU Europas überdeutlich. Weder waren die EU-Staaten fähig, für eine längere Zeit eine gemeinsame Position einzunehmen, noch in der Lage, wirksam militärisch vorzugehen. In dieser Zeit, das sollten wir nicht vergessen, hat ein Großteil der Bevölkerung in Europa ein amerikanisches Eingreifen förmlich gewünscht. Auch vor diesem Hintergrund sahen sich die Vereinigten Staaten von Amerika veranlasst, zweimal zu intervenieren. Im Bosnienkrieg und im Kosovo-Krieg, um förmlich Frieden zu erzwingen, Peace Enforcement. Im Nahen Osten wurde von europäischer Seite wiederholt ein stärkeres Engagement der Vereinigten Staaten verlangt. Und dies geschah auch vor dem Hintergrund, dass sich der militärtechnologische Rückstand der EU-Staaten zu den USA noch mehr und mehr vergrößern sollte. Die NATO wandelte sich in ihrem 50. Gründungsjubiläum 1949, 1999 durch den ersten Out-of-Area-Einsatz in ihrer Geschichte auch zu einem Interventionsbündnis. Und das ist ein wichtiges Jahr. 1999, die NATO ist nicht mehr nur ein Verteidigungsbündnis, es ist auch ein Out-of-Area, ein Interventionsbündnis, das durch die Begriffsverwendung von der humanitären Intervention bemäntelte Vorgehen sollte von bereits bestehenden erheblichen inneren Rissen im transatlantischen Bündnis ablenken. Der Kosovo-Krieg, korrekt eigentlich der Krieg gegen Serbien, wegen der Übergriffe im Kosovo gegen Kosovo-Albaner, führte zu einer ersten deutschen Kriegsbeteiligung nach dem Zweiten Weltkrieg. Luftwaffe, Bombardements, Belgrad. Dieser völkerrechtliche und grundgesetzliche Tabubruch trug angesichts einer rasch ausgebliebenen Kosovo-Lösung, bis heute ist die Anerkennung des Staates Kosovo nicht allgemein anerkannt, diese Kosovo-Lösung, damals durch Luftschläge gegen Belgrad, Collateral Damage, war auch ein Wort, das man hören konnte, Kollateralschäden. Mittelfristig jedoch führte dieser Kosovo-Krieg zu größerer Nachdenklichkeit im Bündnis, aufgrund auch dann des kriegerischen Vorgehens der Administration von George W. Bush, gemeinsam mit Tony Blair, dem britischen Premier, gegen den Irak 2003, wieder ohne Mandat der UNO, wieder ein Völkerrechtsbruch, der letztlich auch im Fall des Irakkriegs 2003 zu einer Spaltung der NATO-Mitglieder und einer Teilverweigerung der Gefolgschaft der Bündnispartner führte. Sie erinnern sich, dass Gerhard Schröder und Jacques Chirac sich an diesem Unternehmen nicht beteiligen wollten. In der Zwischenzeit sollten wir noch auf ein Thema aufmerksam machen, das so still und leise dahin schlummerte, nämlich die Westeuropäische Union. Und die Westeuropäische Union sollte nach Ansicht von Bundeskanzler Helmut Kohl und dem französischen Staatspräsidenten François Mitterrand eine neue Aufgabe bekommen. Die geopolitischen Umwälzungen der Jahre 1989 bis 1991 mit dem Ende der Sowjetunion,
dem Zerfall der UdSSR schienen neue Chancen zu eröffnen für eine genuine europäische Sicherheitspolitik. Der 1991 unterzeichnete Unionsvertrag von Maastricht sah nach dem Willen von Mitterrand und von Kohl eine Reaktivierung der WEU vor. Sie erinnern sich, WEU 1955, Rüstungskontrolle mit Blick auf die deutsche Wiederbewaffnung. Die WEU sollte nun aus der Sicht von Bonn und Paris ein eigenständiger sicherheitspolitischer Pfeiler der EU werden. Dieses Vorhaben stieß jedoch als ein mögliches Konkurrenzprojekt zur NATO auf Seiten der Administration von Bush, das war Bush Senior, als die Hauptmacht des transatlantischen Bündnisses auf erhebliche Einwände. Noch vor Inkrafttreten des Unionsvertrages von Maastricht im November 1993, das Bundesverfassungsgericht hatte noch Vorbehalte, warnte Washington unmissverständlich. Ich zitiere: In our view, efforts to construct a European pillar by redefining and limiting NATO's role, by weakening its structure or by creating a monolithic block of certain members would be misguided. We would hope such efforts would be resisted firmly. Also einen europäischen Pfeiler aufzubauen, in dem möglicherweise die Rolle der NATO neu zu definieren ist oder einzuschränken ist, in dem möglicherweise ihre Struktur geschwächt wird, in dem ein monolithischer Block entsteht von gewissen Mitgliedern, würde irreführend sein, würde falsch geleitet sein, fehlgeleitet sein. Wir hoffen, dass solche Anstrengungen aber wirklich ernsthaft und streng und stark abgewehrt werden. Wobei weder Mitterrand noch Kohl mit der WEU ein Bündnis oder eine Formation, einen sicherheitspolitischen Nukleus gegen die NATO bilden wollten, sondern neben der NATO eine Art NATO-Plus, eine NATO-Plus-Konstellation. In einer weiteren Studie zur Verteidigung für die Finanzplanung in Washington hieß es, ich zitiere: While the United States support the goal of European integration, we must seek to prevent the emergence of European-only security arrangements, which would undermine NATO, particularly the Alliance Integrated Command Structure. Zu Deutsch: Während die Vereinigten Staaten von Amerika das Ziel der europäischen Integration fördern und unterstützen, müssen wir danach trachten, zu verhindern, dass es eine nur auf europäische Sicherheitsvereinbarung aufbauende Struktur gibt, die möglicherweise die NATO unterminieren würde. Speziell und besonders das alliierte integrierte Oberkommando. Zitat Ende. Gleichwohl, der amerikanische Präsident Bill Clinton diese Position wieder etwas abschwächen sollte, blieb es bei der amerikanischen Grundsatzentscheidung. Keine genuin eigenständige europäische sicherheitspolitische Institution und Organisation. So sind auch die Ideen und die Vorschläge, die im Rahmen der Westeuropäischen Union überlegt worden ist, nämlich auch friedenserzwingende Maßnahmen, die sogenannten Petersberg-Aufgaben von 1992, nicht weiter fortgeführt worden im Rahmen der WEU, sondern sie wurden übernommen im Vertrag von Amsterdam, dem Unionsvertrag von Amsterdam von 1997 in Kraft 1999. Die WEU selber ging dann im Rahmen der EU auf und wurde schließlich 2011 aufgelöst. Mitentscheidend waren auch die Kandidatenländer aus Mittel- und Osteuropa, die schon vor ihrem Beitritt 2004 signalisiert haben, NATO ist für sie die Priorität, für Ungarn, für Polen, für die Republik Tschechien und Slowakei. Und das wird auch immer wieder heute deutlich, wenn wir Ansätze von Diskussionen erleben, Stichwort eine eigene europäische Streitkraftstruktur, nein. Auch die Balten, Estland, Lettland, Litauen, sie wollen alle die NATO, lieber die NATO, lieber die NATO, die USA als stärkstes Militärvehikel der Welt mit der NATO als Führungsmacht, das ist ihnen lieber. Welcher Paradigmenwechsel ist festzustellen? Sie sehen hier nochmal eine Karikatur. Tatsächlich war die NATO zunächst in einer eigenen Identitätskrise. Was nun, nachdem der Ostblock zusammengebröselt ist? Und schließlich gab es verschiedene neue Anliegen. Terrorismusbekämpfung, speziell mit Blick auf 9/11, war ein Ansatz, Drogenbekämpfung, Piraterie, mafiöse Strukturen, dann natürlich auch Interventionsoptionen, Stichwort Kosovo. Die NATO, meine Damen und Herren, hat ab Ende der 1990er Jahre einen Wandel von einer interkontinentalen zu einer globalen Bündnisverteidigungs- und Interventionsorganisation erfahren.
die auch als Beitrag zur Gewinnung neuer Legitimation begriffen werden kann. Während ihre Interventions- und auch Pazifizierungs- und ihre Stabilisierungskapazitäten am Balkan erfolgreich waren, sind diese außerhalb des Kontinents, siehe Afghanistan, nur limitiert gewesen. Das hing nicht nur alleine, aber auch mit der halbherzigen Unterstützung der Staaten, der europäischen NATO-Partner, der Vereinigten Staaten von Amerika zusammen. Zur Doppelstrategie zwischen EU und NATO. Aufgrund der seit 2014 sich steigernden Spannungen zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine im Zeichen der Krim-Annexion und dem Krieg in der Ostukraine schlug EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im März 2015 eine europäische Armee vor. Ich zitiere Juncker, März 2015, also ein Jahr nach der Krim-Annexion, um auf eine Bedrohung des Friedens in einem Mitgliedsland oder in einem Nachbarland der EU besser reagieren zu können. Das würde Russland endlich den Eindruck vermitteln, dass es die EU ernst meinen würde mit der Verteidigung der Werte der EU. Jene Werte, die auch Herr Spies angesprochen hat in seiner Einführung. Es solle aber, Zitat, so Juncker, wie er betonte, keine Konkurrenz zur NATO sein, sondern Europa stärken. Vorstöße für eine Europa-Armee, meine Damen und Herren, kamen auch aus Tschechien, auch aus Ungarn. Italien trat für eine Verteidigungsunion für Willige ein, also eine Art Coalition of the Willings. Deutschland und Frankreich empfahlen jedoch nur Kooperationen bei Satellitenaufklärung, Transport, Logistik und medizinischer Versorgung durch ein eigenes sicherheitspolitisches Hauptquartier der EU in Brüssel, das zivile und militärische Einsätze koordinieren soll. Das damals noch EU-Mitglied, also vor dem Brexit, Großbritannien, und das nicht an der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU mitwirkende Dänemark, sowie auch Estland, Lettland und Litauen lehnten jedoch die Schaffung von EU-Sicherheitsstrukturen ab, die auf militärischer Ebene in der NATO bereits existieren würden, wie sie argumentierten. Keine Doppelgleisigkeiten. Ex-Verteidigungsminister Ursula von der Leyen und ihr französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian meinten, sich eher in Regionen engagieren zu müssen, in denen das die NATO nicht wolle. Gedacht war an Mali, Somalia, die Demokratische Republik Kongo. Eine Mitwirkung an Operationen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterliegt jedoch nach wie vor, wie Sie wissen, der freiwilligen Entscheidung eines jeden Mitgliedslandes. Gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterliegt der Einstimmigkeit. Dennoch ist bemerkenswert, dass die bisherigen Schwerpunkte der Einsätze der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik vor allen Dingen neben dem Westbalkan eben auch Afrika sind. Hier sehen Sie eine Karte mit den laufenden Missionen 2020-21. Die Ausrichtung der GSVP, der gemeinsamen Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik, erfolgt weiterhin eng in Abstimmung mit der NATO, um auch kostspielige Doppelgleisigkeiten zwischen beiden Organisationen zu vermeiden. 21 der 27 EU-Staaten sind Mitglieder der NATO und betrachten die transatlantische Sicherheitsallianz als primäre Verteidigungsorganisation in und für West-, Mittel- und Südosteuropa. Die seit 2011 bestehenden sogenannten Battle Groups im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wenn man so will, hervorgegangen aus dem European Operational Forces, EUROF, sind bis heute nicht eingesetzt worden. Also es bestehen Battle Groups, Kampftruppen der Europäischen Union seit mehr als 10 Jahren. Sie sind nie eingesetzt worden. Keine Einstimmigkeit. Beim NATO-Gipfel in Warschau im Juli 2016 wurde die Stationierung von 4 internationalen Bataillonen im Baltikum und in Polen vereinbart. Low level. Die European Reassurance Initiative, ERI, die die US-Regierung unter Barack Obama für 2017 auch beantragt hatte, sollte dazu dienen, einige Milliarden US-Dollar für die Abschreckung Russlands in den östlichen Bündnisländern der NATO zu investieren. So gesehen bestand eine Doppelstrategie zwischen EU und NATO und EU und USA. Einerseits so viel Rückversicherung wie nötig, andererseits so viel Vertrauensbildung und Zusammenarbeit wie möglich zu gewährleisten. Die wurde jedoch unter dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump hinterfragt. Donald Trump ließ ganz klar durchblicken, dass eine automatische Beistandsverpflichtung der Vereinigten Staaten
von Amerika im Rahmen der NATO, zum Beispiel im Falle eines russischen Angriffes auf die baltischen Staaten, davon abhängig gemacht werden könne, inwieweit diese Länder ihre Verpflichtungen gegenüber den USA erfüllen würde. Stichwort 2% Bruttoinlandsprodukt. Strategische Autonomie der Europäischen Union im Ukraine-Krieg? Fragezeichen. Und jetzt sehen Sie, es ist ein Fragezeichen. Sie sehen hier Josep Borrell in der Mitte, der Beauftragte für Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Die von Brüssel lancierte Formel von der strategischen Autonomie, das hat Ursula von der Leyen auch aufgegriffen, wurde vom finnischen Verteidigungsminister noch vor der russischen Ukraine-Invasion nicht als eine Alternative zur NATO verstanden. Die litauische Verteidigungsministerin bezeichnete die Debatte über eine EU-Armee schädlich für das Fundament der NATO. Für die baltischen Staaten und Polen ist sie das alleinige Fundament, die NATO, für die Verteidigung West-, Mittel- und Südosteuropas. Praktisch bedeutet nun der entfesselte und von Putin ausgeweitete Ukraine-Krieg das Ende, wenn Sie mich fragen, das vorläufige Ende einer Phantomdebatte über die EU-Armee. Abgesehen von der Uneinigkeit der EU-Mitgliedstaaten, abgesehen von unterschiedlichen Sicherheitsinteressen, unterschiedlichen Sicherheitsverständnissen, ist auch der mangelnde politische Wille, nationale Streitkräfte effizient auszurüsten und den Herausforderungen in veränderten Einsatzgebieten anzupassen, vor dem 24. Februar 2022 erkennbar gewesen, aber auch die mangelnde Fähigkeit, der fehlende Wille zur Entwicklung einer eigenen Strategie, das heißt die Bereitschaft zur Beantwortung der Frage, welchen Auftrag denn Streitkräfte aus EU-Mitgliedsländern innerhalb der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik erhalten sollen, gleichwohl die dafür benötigten Fähigkeiten und Mittel nicht vorhanden, nicht bestimmt sind, für den Fall also strategischer Autonomie doch wohl notwendig wären. Es fehlte bis zuletzt, meine Damen und Herren, innerhalb der Europäischen Union eine Definition, wie man denn europäisch gemeinsam im Ukraine-Krieg vorzugehen habe, wie Europa im Verteidigungsfall zu schützen sein soll und welche koordinierten militärischen Fähigkeiten daraus abgeleitet Streitkräfte aus den EU-Mitgliedern bereitstellen. Jüngst geht es nach dem russischen Ukraine-Krieg, dem totalen Ukraine-Krieg der Russischen Föderation, um die unvermeidlich erscheinende Erhöhung des BIP-Anteils für die Stärkung der NATO und auch die Steigerung nationaler Verteidigungsinvestitionen. Ich komme zum letzten Punkt, nämlich die Frage, wie will eine europäische Selbstbehauptung im Zeichen eines Abhängigkeitsdilemmas, Abhängigkeitstrilemmas im Kontext des Ukraine-Krieges aussehen? Permanent Structured Cooperation, Deep in Defense Cooperation between EU Member States. Das ist schon ein Projekt gewesen, das 5 Jahre vor der Ausweitung des Ukraine-Kriegs durch Wladimir Putin eingesetzt hat. Mit dieser Permanent Structured Cooperation, PESCO abgekürzt, oder zu Deutsch, ständige strukturierte Zusammenarbeit auf dem Kriegsgütersektor, wurde am 13. November 2017 ein Unternehmen gestartet, das die Zusammenarbeit von EU-Mitgliedsländern in der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik durch Interoperabilität im Wehrbereich, durch Synchronisierung nationaler Streitkräftestrukturen und Durchführung gemeinsamer Rüstungsprojekte aktivieren sollte, aber auch ein Beitrag zur Vorbereitung einer europäischen Armee mit dem Fernziel einer europäischen Verteidigungsunion, EVU, Fragezeichen, sein sollte. Doch wieder gab es unterschiedliche Positionen. Paris setzte mit PESCO auf eine Kerntruppe, auf eine Kerngruppe von ambitionierten Staaten, gemeinsam mit Berlin, militärisch gut ausgerüsteten Staaten, und dann sollten peu à peu andere Staaten folgen und mitwirken. So eine Art Schengen-Konzept, Schengen-Type. Eine engere Kooperation innerhalb der Verteidigungsindustrie und eine effizientere Verzahnung von Fähigkeiten zwischen NATO und EU war die Absicht. Denn offensichtlich war es, dass weder Deutschland noch Frankreich wirklich eine EU-Armee anstrebten. Aber die Deutschen waren, die Westdeutschen, die Deutschen, die Vereinten Deutschen, für möglichst viele Länder und nicht mit einer Pioniergruppe starten. Die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik
hat sich in dieser Zeit von Maastricht bis herauf nie als ein Gegenstück zur NATO empfunden, sondern wenn, dann nur als eine Art Ergänzung. Und so sieht es auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der nicht müde wird, zu betonen, die gemeinsamen Synergien zu nutzen, die Nutzung von Synergieeffekten. Dann gab es noch die europäische Friedensfazilität, die geschaffen wurde unter dem neuen Motto, dem unverfänglichen Titel Europäische Friedensfazilität, soll eine neue 5 Milliarden schwere EU-Kriegskasse aus der Taufe gehoben werden. Das war im März 2021. Mit dieser zusätzlichen europäischen Friedensfazilität, ein Zungenbrecher, EFF, wurde durch Beschluss des Rates der EU am 22. März 2021 ein neues, global gedachtes Instrument zur Finanzierung außenpolitischer Maßnahmen mit militärischen und verteidigungspolitischen Bezügen im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU geschaffen. Aus der verpflichteten und zwingenden Bindung zu den Vereinigten Staaten von Amerika wird es für die Europäische Union und ihre Mitglieder auf lange Sicht kein Auskommen geben. Die NATO bleibt nach Lage der Dinge unverzichtbar. Der atomare Schutzschirm der USA und ihre militärische Sicherheitsgarantie für Europa sind nach wie vor nötig. Konnte Brüssel vor dem 24. Februar 2022 noch auf strategische Autonomie, so von der Leyen, oder gar auf europäische Souveränität, so Macron, mit mehr Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit für die Europäische Union, mit Blick auf den sogenannten systemischen Rivalen wie China von Brüssel definiert wird, so scheint diese Option im Zuge der Entfesselung des totalen Ukraine-Krieges auf lange Zeit nicht mehr realistisch, geschweige denn durchsetzbar. Ich komme zu meinem Fazit. Die französische Ablehnung vom 30. August 1954 mit der Ablehnung der EVG trug zur NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland und damit zu einer verstärkten euroatlantischen Sicherheitsgemeinschaft bei. Denn in Washington war völlig klar, ohne die Bundesrepublik Deutschland, ohne diesen westdeutschen Frontstaat im Kalten Krieg, wird diese NATO nicht existieren können. Diese Entscheidung von 1955 führte zur Festschreibung amerikanischer Militär- und Nuklearwaffenpräsenz auf dem Kontinent. Aufgrund des Mangels einer eigenständigen europäischen Militärorganisation konnten die von den USA getragenen NATO-Strukturen seit Ende der 1990er Jahre ihre fortgesetzte Erweiterung um die Mitte und den Osten Europas vornehmen. Man vermag sich heute kaum mehr vorzustellen, welche Chance 1954 durch Frankreich für Europa vergeben wurde, sich militärisch neben der 1949 von den USA initiierten NATO für die Zukunft auch zum Teil eigenständiger aufzustellen. Und es gibt zweifelsohne eine Identität zwischen EU und NATO. Allein von den 28 EU-Mitgliedern, als noch die Briten dabei waren, jetzt sind 27, sind mit Ausnahme Irlands, Finnlands, Österreichs, Schwedens, Maltas und Zyperns, und die Finnen und die Schweden sind auf dem Sprung in die NATO, 22 NATO-Mitglieder, was ihre Präsenz am Kontinent, die Präsenz der NATO am Kontinent unterstreicht. Und hinzugekommen sind in der Zwischenzeit Albanien 2009, Kroatien im gleichen Jahr, 2017 Montenegro und 2020 Nordmazedonien. Kollektive Verteidigung, transatlantische Bindungen und das Triple Containment, die dreifache Eindämmung, sind die integralen Elemente der Kontinuität dieses Bündnisses gewesen. Die NATO-Osterweiterung wurde auch als eine Art Fortschreibung des Kalten Krieges mit der Russischen Föderation interpretiert. So George F. Kennan, einer der bedeutendsten Cold Warriors, wenn man so will, Diplomaten aus der Zeit des Kalten Krieges, des State Departments. Die strategische Partnerschaft und der NATO-Russland-Rat haben die sicherheitspolitischen Empfindlichkeiten Moskaus nur zeitweise zu dämpfen verstanden. Es gab hier offensichtlich Grenzen des Bündnisses, wie der Georgien-Konflikt bereits 2008 verdeutlicht hat. Neue NATO-Mitgliedschaften im Osten kamen daher nach dem Georgienkrieg schon realistisch kaum mehr in Frage, doch sollte das im Westen unbelehrbare Beispiel der Ukraine das Eskalationspotenzial noch entfesseln. Die NATO, meine Damen und Herren, bleibt im Lichte des ausgeweiteten und totalen Krieges durch Putin auf lange Zeit für Europa alternativlos, wenngleich ihr Wirkungsbereich am Kontinent nicht grenzenlos ist, wie der russische Ukraine-Krieg verdeutlicht.
Ja, und mit dem Beitrittsansuchen der Finnen oder Schweden hat Wladimir Putin, das kursierte hier, diese Auszeichnung auch im Internet, praktisch eine Ehrung erfahren als NATO Salesman of the Year, unterzeichnet von Jens Stoltenberg. Ist natürlich ein Fake, aber das hat Putin mit seinem Krieg gegen die Ukraine erreicht, dass die jahrelang, jahrzehntelang neutralen Schweden und Finnland, dann allianzfreien Staaten Finnland und Schweden, in der Zwischenzeit ihren Beitrag in Brüssel im NATO-Hauptquartier deponiert haben. Die sicherheits- und verteidigungspolitischen Strukturen der EU, meine Damen und Herren, werden seit dem Ukraine-Krieg nicht mehr denn je, nicht statt der EU-Mitgliedstaaten, sondern mit ihnen als NATO-Staaten, das heißt nicht in Richtung europäischer Vergemeinschaftung innerhalb der EU, sondern als transatlantische Sicherheitsgemeinschaft aufgebaut. Neutralität, das wird auch diskutiert eben in Österreich, aber es führt nicht zu dem, was wir in Stockholm und in Helsinki erlebt haben, nämlich zu einem Ansuchen Österreichs, auch NATO-Mitglied zu werden. Man will in Österreich an der Neutralität weiter festhalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Danke.